Im folgenden Kurzfilm möchte ich Ihnen die gesundheitliche Bedeutung von Übergewicht erläutern und das metabolische Syndrom vorstellen. Übergewicht und Adipositas, also starkes Übergewicht, sind Risikofaktoren für eine Fülle von Erkrankungen. Typ-2-Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall, aber auch Krebserkrankungen, orthopädische Störungen sowie bestimmte Erkrankungen der Haut, der Psyche und der Verdauungsorgane. Das metabolische Syndrom ist oftmals die direkte Folge des Übergewichts, messbar durch Blutwerte und andere Risikogrößen neben dem Körpergewicht. Ein metabolisches Syndrom ist heilbar. Dadurch lassen sich auch Risiken für Folgeerkrankungen deutlich reduzieren. Mein Name ist Stefan Kabisch. Ich arbeite als Studienarzt an der Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin der Charité in Berlin und führe dort klinische Studien zu Übergewicht, Typ-2-Diabetes und gesunder Ernährung durch. In diesem Themenfeld bin ich seit 14 Jahren tätig. Ziel meiner wissenschaftlichen Arbeit ist es, aufzuklären, welche Menschen von Gewichtsabnahme gesundheitlich profitieren, wie sie am besten gelingt und lange erhalten bleibt, welche Hürden, aber auch welche Chancen darin für Patientinnen und Patienten, im Besonderen für Menschen mit Typ-2-Diabetes, liegen. Übergewicht betrifft viele Menschen in Deutschland. Etwa 2/3 der Bevölkerung wiegen zu viel. Unser genetisches Programm zum Essverhalten ist viele Millionen Jahre alt und darauf ausgerichtet, dem Körper immer genug Nährstoffe zu sichern. In den kargen Perioden der Steinzeit war das überlebenswichtig. Heute führt das Überangebot an ungesunden, aber oft leckeren, energiereichen Lebensmitteln dazu, dass wir mehr Kalorien zu uns nehmen, als wir durch Alltagsbewegung und Sport verbrauchen. Die gesellschaftliche Entwicklung der letzten 100 Jahre hat unser tägliches Bewegungspensum deutlich reduziert. Hochverarbeitete, lagerfähige und geschmacksoptimierte Lebensmittel mit hoher Energiedichte sind überall preiswert verfügbar. Während frische, naturbelassene und wirklich gesunde Produkte teurer und für viele Menschen, auch in Deutschland, nicht erschwinglich sind. Hinzu kommen widersprüchliche Empfehlungen, was gesunde Ernährung überhaupt ist, und die große Freiheit der Lebensmittelindustrie, bestimmte Speisen und Getränke selbst Kindern anbieten zu können, die gesund wirken, es aber eindeutig nicht sind. Nur relativ wenige Menschen sind aufgrund spezieller Erkrankungen übergewichtig. Störungen der Hormondrüsen, besondere Stoffwechselprobleme und seltene Gendefekte sind dabei einige mögliche Ursachen. Auch bestimmte Medikamente wie zum Beispiel Cortisonpräparate, manche Psychopharmaka und eine Insulinbehandlung können zur Gewichtszunahme beitragen. Übergewicht belastet den Körper in vielerlei Hinsicht, mechanisch an den Gelenken, aber auch in vielen Bereichen des Stoffwechsels. Doch ab wann gilt man als übergewichtig? Ein gern genutzter Messwert für das Übergewicht ist der BMI, berechnet aus Körpergewicht und Körpergröße. Welcher BMI bedenklich ist, hängt unter anderem vom Alter, von der ethnischen Herkunft, von Begleiterkrankungen und von der Körperzusammensetzung ab. Gesundheitlich problematisches Übergewicht rührt von einem zu viel an Fettgewebe, gerade im Bauchbereich, her. Auch Sportler können einen erhöhten BMI haben, gelten aber nicht als gesundheitlich gefährdet. Die Beurteilung, ob man wirklich ein bedenkliches Übergewicht hat, sollten zertifizierte Ernährungsberater und Ärzte treffen. Das metabolische Syndrom ist definiert durch die Kombination verschiedener Risikofaktoren, zum Beispiel bauchbetontes Übergewicht, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung und erhöhten Blutzucker. Dieses Bündel von Faktoren ist der typische Vorläufer für viele schwerwiegende Folgeerkrankungen, die alle Organe des Körpers betreffen können. Allerdings gab es in den letzten Jahrzehnten immer wieder verschiedene Definitionen, welche bzw. wie viele Faktoren zum metabolischen Syndrom dazugehören. Grenzwerte wurden von Fachgesellschaften verändert, Kriterien ergänzt
oder wieder entfernt. Offiziell nicht dazugehörend, aber ebenso typisch sind auch erhöhte Entzündungswerte, erhöhte Harnsäure und eine Fettleber. Sie erklären zum Beispiel die Häufung von Krebserkrankungen, Nierensteinen und Gicht sowie von schweren Lebererkrankungen bei Patientinnen und Patienten mit Übergewicht. Diabetes Typ 2 kann ein Bestandteil des metabolischen Syndroms sein, aber auch seine Folge. Menschen mit Übergewicht, Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörung, aber zunächst noch normalen Blutzucker, haben ein besonders hohes Risiko, einen Typ 2-Diabetes zu entwickeln. Das metabolische Syndrom wird oft als wichtige Risikogröße bei medizinischen Studien, aber auch in der Behandlung von einzelnen Patientinnen und Patienten eingeschätzt. Ein idealer Messwert ist das metabolische Syndrom aber nicht. Der Begriff ist nicht sehr trennscharf. 3 leicht überschrittene Grenzwerte bei einem Patienten werden genauso hart bewertet wie 5 stark erhöhte Risikogrößen bei einem anderen. Beide Patienten erhalten die gleiche Diagnose, denn das metabolische Syndrom kennt keine Schweregrade. Und inzwischen sind einige Grenzwerte so niedrig, dass selbst relativ gesunde Personen die Kriterien des metabolischen Syndroms erfüllen. Der Begriff metabolisches Syndrom ignoriert zudem einige wichtige Risikofaktoren, die ebenfalls zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Krebs beitragen. Rauchen, Alter und die familiäre Häufung von erblichen Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Herzinfarkt und Krebs sind oftmals viel relevanter als ein leichtes Übergewicht oder ein milder Bluthochdruck. Gerade für ältere Menschen gibt es längst mildere Zielwerte für den BMI, den Blutdruck und auch den Blutzucker. Das metabolische Syndrom differenziert hier aber leider gar nicht. Letztlich ist die Diagnose metabolisches Syndrom vor allem für große klinische Studien nützlich. Mit diesem Überbegriff lässt sich eine Studienpopulation gut dahingehend beschreiben, ob sie repräsentativ für die Bevölkerung ist. Man kann auch demonstrieren, wie sich die Allgemeingesundheit über die Zeit entwickelt hat. Das funktioniert aber auch nur, wenn man immer die gleiche Definition mit den gleichen Grenzwerten nutzt. Im klinischen Alltag, beim einzelnen Patienten, ist die Diagnose metabolisches Syndrom nicht besonders hilfreich. Erhöhte Blutfette, erhöhten Blutdruck oder Diabetes muss man behandeln, egal ob man übergewichtig ist oder nicht. Dabei ist auch wichtig, wie stark erhöht ein Risikofaktor ist. Alleiniges Übergewicht hingegen ist für manche Menschen gar kein Risikofaktor, weil bei ihnen alle anderen Stoffwechselwerte in Ordnung sind oder weil ganz andere Erkrankungen im individuellen Verlauf wichtiger sind. Und selbst bei einem Typ-2-Diabetes ist es wichtig, Blutzucker, Blutfette und Blutdruck in den Zielbereich zu bringen, aber das Körpergewicht ist von nachrangiger Bedeutung. Zwar bessert eine Gewichtsreduktion in vielen Fällen das gesamte metabolische Syndrom, auch bei Menschen mit Typ-2-Diabetes. Wie lange der Effekt anhält und ob die Patienten von der Gewichtsreduktion wirklich langfristig profitieren, ist in der Diabetologie gar nicht so eindeutig geklärt. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollten Übergewicht vermeiden bzw. behandeln lassen. So lassen sich Folgeerkrankungen und unumkehrbare Spätschäden sehr wahrscheinlich verhindern. Auch Erwachsene im mittleren Alter sollten auf ihr Gewicht achten und gerade beim Auftreten zusätzlicher Stoffwechselprobleme, Blutzucker, Blutfette, Blutdruck, mit ärztlicher Hilfe eine Einschätzung und Behandlung des Übergewichts anstreben. Auf diese Weise lässt sich ein Typ-2-Diabetes oftmals verhindern oder zurückdrängen. Gelenke werden entlastet, auch einige Medikamente können unnötig werden. Es gibt auch Hinweise dafür, dass schwere Folgeerkrankungen wie bestimmte Krebsarten, Herzinfarkte und Schlaganfälle nach einer langfristig erreichten Gewichtsreduktion mit gesunder Ernährung und ausreichend Bewegung später oder seltener auftreten, zumindest bei Menschen der ersten Lebenshälfte.
Mit dem Eintreten der Wechseljahre bei Frauen ist eine gewisse Gewichtszunahme ganz normal. Sie bedeutet nicht automatisch, dass auch Folgeerkrankungen plötzlich zunehmen. Auch bei Männern ist etwa ab dem 60. Lebensjahr die Behandlung des Übergewichts nicht unbedingt sinnvoll. Im Gegenteil, Diäten und Abnehmkuren im höheren Alter können sogar neue bzw. größere Risiken hervorrufen, während sich für den Stoffwechsel oder das Herz gar kein Vorteil einstellt. Wer schon seit langer Zeit übergewichtig ist, Bluthochdruck oder Diabetes Typ 2 hat, hat oft bereits erste Folgeschäden erlitten, die man nicht unbedingt spüren muss. Gefäßverkalkungen, Störungen der Nervenfunktion, geschwächte Nieren, Durchblutungsstörungen am Auge. Auch mit deutlicher Gewichtsreduktion und gesünderer Ernährung lassen sich diese Schäden wahrscheinlich nicht mehr stark beeinflussen. Der Nutzen einer Ernährungsumstellung beschränkt sich dann auf ein verzögertes Fortschreiten, auf eingesparte Medikamente, eine bessere Lebensqualität. Gerade Menschen mit Diabetes sollten daher keine intensiven Diätversuche ohne ärztliche Betreuung unternehmen. Selbst mit ärztlicher Rücksprache wird vielen Typ-2-Patienten von einer Gewichtsreduktion abgeraten, normalgewichtigen und übergewichtigen. Denn die Chance eines langfristigen Nutzens ist mitunter geringer als das Risiko für rasche Nebenwirkungen. Wie fast jede Therapie kann auch eine Behandlung zur Gewichtsabnahme Nebenwirkungen haben. Diese sind weniger wahrscheinlich bei jüngeren Patienten, bei Menschen ohne schwere Folge- und Begleiterkrankungen und bei relativ langsamer Gewichtsreduktion. Wichtiges Risiko ist die Wiederzunahme. Der Jojo-Effekt betrifft viele Patientinnen und Patienten mit Übergewicht. Er mindert die Motivation, am Ball zu bleiben, stört aber auch selbst den Stoffwechsel. Intensive Sportprogramme als Mittel zur Gewichtsabnahme können Gelenke stark beanspruchen. Auch Verletzungsrisiken gibt es, besonders bei starkem Übergewicht. Bei Ernährungstherapien kommt es stark auf die Zusammensetzung der Nahrung und Begleiterkrankungen an. Je nach individueller Situation können Gallensteine, Unterzuckerungen, Schwindel durch Blutdruckabfall und Verdauungsprobleme auftreten. Sehr radikale Diäten können gerade bei Vorerkrankten, bewegungseingeschränkten oder älteren Patienten hauptsächlich die Muskelmasse anstelle der Fettmasse abbauen. Nach einer solchen Diät ist man dann leichter, aber weder fitter noch gesünder. Auch Mangelernährung, Osteoporose oder Essstörungen können durch zu lange, zu intensive oder grundlegend falsche Ernährungstherapien verursacht werden. Menschen mit Diabetes, die mit bestimmten Medikamenten, insbesondere Insulin, behandelt werden, müssen bei einer gewichtsreduzierenden Ernährungsumstellung oder einem neuen Sportprogramm strenger auf den Blutzuckerspiegel achten, denn das Risiko für Unterzuckerungen steigt an. In Absprache mit den behandelnden Ärzten wird gegebenenfalls schon vorausschauend die Dosis der Medikation angepasst. Eine Behandlung zur Gewichtsabnahme sollte daher immer ärztlich begleitet sein, idealerweise auch mit professioneller Ernährungsberatung vor, während und nach der Abnehmphase. Persönlichkeiten aus Zeitungen, Fernsehen und Social Media sind meist keine Fachexperten. Ihre Ratschläge können beträchtliche Gesundheitsrisiken bewirken. Den sichersten, langfristigsten Erfolg verspricht eine ärztlich begleitete Umstellung von Ernährung und Bewegungsmuster durch zertifizierte Ernährungsberater. Die Bewegungstherapie fördert hierbei Erhalt und Aufbau von Muskulatur sowie einen erhöhten Energieverbrauch zugunsten des Fettabbaus. Durch die Anpassung der Ernährung kann die Kalorienzufuhr abgesenkt werden, aber auch die Qualität der verzehrten Lebensmittel verbessert werden. Reine Kalorienträger ohne Mikronährstoffe lassen sich streichen oder ersetzen. Bei der sonstigen Nahrung werden ballaststoffreiche, bevorzugt frische oder wenig verarbeitete Produkte betont.
Ob man letztlich mehr oder wenig Kohlenhydrate verzehrt, früh, abends oder gar nicht fastet, spielt eine untergeordnete Rolle. Zudem reagieren alle Menschen etwas unterschiedlich auf verschiedene Ernährungsmuster. Was bei einem leicht umsetzbar ist und gut wirkt, funktioniert bei der anderen gar nicht. Wichtiger ist daher, dass man eine ausgewogene, vielseitige, schmackhafte und erschwingliche Ernährungsweise erlernt, die im jeweiligen Einzelfall tatsächlich den gewünschten Erfolg bei Gewicht und Stoffwechsel bewirkt und die man langfristig ohne Beschwerden beibehalten kann. Selbst die Forschung kennt noch nicht die ideale Diät zum Abnehmen. Weder für gesunde Menschen mit Übergewicht, noch für Menschen mit Diabetes. Für Diabetespatientinnen und Diabetespatienten ist aber das Risiko für Nebenwirkungen durch fast alle Diätverfahren höher als für Gesunde. Für den Gesamtstoffwechsel scheint die traditionell mediterrane Ernährung, Fisch, Gemüse, Pflanzenöl, Nüsse, Vollkornprodukte, aber nicht Pizza und Pasta, die beste Lösung zu sein, unabhängig vom Gewicht. Von Diäten mit sehr radikalen Vorgaben sollte man die Finger lassen. Meist hält man diese nicht lang genug durch und sie können das Diabetesmanagement durcheinander bringen. Wichtig ist eine fachlich kompetente Betreuung durch medizinisches Personal, durch geprüfte Ernährungsberatung bei gleichzeitiger diabetologischer Beobachtung. Nicht jede Therapie muss funktionieren. Manche Behandlung kann auch schaden. Drum immer wieder einen Zwischenstand erheben, fürs Gewicht, aber auch für den Stoffwechsel. Ein gezieltes Abnehmprogramm wird immer irgendwann enden. Um die Wiederzunahme zu verhindern, braucht es einen guten Ernährungs- und Betreuungsplan zur Anschlussbehandlung. Viele Menschen stürzen sich ganz ohne Begleitung auf ein Fastenkonzept, eine Formula-Diät oder eine ganz spezielle Ernährungsweise, brechen diese rasch ab oder fallen danach wieder in alte Ernährungsfehler zurück. Langfristiger Erfolg wird nur eintreten, wenn man eine für den Einzelfall gesunde, ausgewogene, vielseitige Ernährung identifiziert, die tatsächlich Gewicht und Stoffwechsel in der Norm hält. Ohne professionelle Unterstützung gelingt das nur selten. Übergewicht und Diabetes bieten einen großen Markt für seriöse, aber auch unseriöse Anbieter von besonderen Therapien, Lebensmitteln und Beratungskonzepten. Beratung durch erfahrene Experten muss aber nichts kosten. Gesunde Ernährung hingegen ist tatsächlich teurer als eine Lebensweise, die auf hochverarbeiteten Produkten und Fastfood aufbaut. Menschen mit wenig Geld sollten auf günstige Sonderangebote, preiswerte Hausmarken und frische Zutaten statt Fertigprodukte achten. Einen wirklich individuellen, fachkundigen und unabhängigen Rat für Ihr persönliches Gesundheitsproblem bekommen Sie nicht im Internet, nicht in Ratgeberbüchern, nicht bei Freunden und Bekannten, sondern nur bei Ihren behandelnden Ärzten und Ernährungsberatern. Für praktische Tipps und Unterstützung im Alltag mit Diabetes können Sie sich aber auch an die Selbsthilfe wenden. Bleiben und werden Sie gesund, leben Sie mit und ohne Diabetes mit Genuss und Zuversicht.